Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube. Eigentlich sollten wir jetzt über das Mate 10 Pro reden, aber ich habe gerade keinen Dunst, wo die anderen bleiben. Warte mal, ich muss nach Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube zu unserer Blogger-WG. Uns heißt in dem Fall wieder Johannes von New Gadgets, Marcel von Around PC und ich bin der Lars und wir sind heute nicht in Barcelona auf dem MWC, wir sind auch nicht in Berlin auf der IFA und wir sind auch nicht in Montabaur im Studio, sondern wir sind heute in Düsseldorf. Düsseldorf. Es tut mir ein bisschen leid, aber aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben uns nämlich heute auch wieder einen Gast auf die Couch geholt und wir haben uns quasi bei ihm eingeladen, Arne Herkelmann von Huawei. Vielen Dank, dass wir uns bei dir einladen durften. Sehr, sehr gerne. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten nämlich kurz vor der IFA Samsung, wir hatten auf der IFA LG, wir hatten kurz nach der IFA Apple. Und auf der IFA habe ich so ein bisschen das Meet and Greet mit Huawei. Naja gut, wir hatten eine schöne Party, aber ich habe von euch das große neue Gerät ein bisschen verpasst. Oder? Wir hatten auf der IFA haben wir unseren neuen Chipsatz vorgestellt, den Kirin 79. Das war so unser großer Event. Stimmt, darüber hattest du da so war ein bisschen Kino, geschwärmt. Oder? Das war ja so das richtige Highlight, ne? Weil das hat ja eine neuronale Prozessoreinheit, die dann halt ein paar Kniffe drauf hat. Und ich hoffe, der Arne kann uns da gleich etwas mehr zu verraten. Ja, wir waren alle da, ne, bei der Keynote. Ich war tatsächlich da. War richtig interessant und wir haben da auch richtig viel gesehen vom Prozessor. Aber irgendwie haben wir das Gerät vermisst. Wann kommt das? Gut, Gerät kommt jetzt kommenden Montag. Oh, kommenden Montag. Ja. Es liegt tatsächlich schon vor uns auf dem Tisch. Wir dürfen es gleich mal uns was genauer anschauen. Weil ich sehe tatsächlich ein Gerät. Was kommt am Montag von euch? Am Montag stellen wir die Mate 10 Serie vor. Also jetzt die neue 2017er Mate Serie. Ich bin großer Fan der Mate Serie. Ich freue mich. Das sind geniale Geräte. Mate 10, Mate 10 Pro. Das sind die beiden Geräte, die wir vorstellen werden. Wir haben für Deutschland, fokussieren wir uns auf das Mate 10 Pro. Deutschland ist ein sehr, sehr hochklassiger Markt in der Regel. Vor allem sind die Deutschen unfassbar nörgelig. Die wollen immer das Beste haben, ansonsten werden die immer so ein bisschen nie. Und deswegen kommt das Mate 10 Pro. Ich durfte das gerade schon in die Hände nehmen. Darf ich jetzt nochmal? Es ist ein richtig geiles Gerät. Erzähl mal ein paar Takte dazu. Also ich muss sagen, Mate war für mich immer groß. Ja, aber es liegt erstaunlich gut dafür in der Hand. Genau, Mate war ja im Endeffekt immer unser Verlangen, ein super großes Display in ein super kleines Gerät zu packen. Mit einem geilen Akku. Ja, großes Display. Also wenn ich da so drauf gucke, ich versuche mal noch ein bisschen näher einzufangen. Großes Display, ja. Wie groß ist es? 6 Zoll. Ja, passt. Aber dafür ist das Gerät erstaunlich handlich. Also ich nutze sonst ein Konkurrenzprodukt mit auch einem großen Display, aber das ist deutlich weniger handlich. Wie viel? 6 Zoll? Wie viel wiegt es dabei? Das sind 178 Gramm. Also es ist echt relativ leicht für ein 6 Zoll Gerät. Kommt sehr, sehr kompakt, deswegen gut in der Hand, weil es ein 18:9 Display jetzt ist. Jetzt muss ich noch, 100, wie viel Gramm? 178. Okay. Geht. Quizfrage an euch, wie viel wiegt die Konkurrenz? 178. Nee, die Konkurrenz. Also wie viel wiegt Apple beim iPhone 8 Plus? Ich meine, es sind 202 Gramm. Und das Note 8, das wiegt 195 Gramm. Das heißt, ihr seid deutlich leichter. Und ich muss tatsächlich sagen, für 6 Zoll ist das Ding hier erstaunlich kompakt. Ich gebe es dir jetzt mal in die Hand. Ja, das hat sich auch ganz gut angefühlt, ne? Mit dem ganz dünnen Rahmen an der Seite. So gefällt es mir. Und auch, ihr habt im Bereich am Display auch was getan. Also ihr habt nicht nur einfach ein Display eingebaut, sondern... Richtig, wir haben ein AMOLED-Display eingebaut, um das Ganze halt nochmal flacher zu machen, nochmal deutlich attraktiver. Ich bin total OLED-Fan. Ich finde toll, dass es da gerade einen Trend gibt. Also ich meine, wenn man so in der Branche, gab es lange Zeit IPS-Displays. Und IPS war schön und gut, waren auch relativ cool, aber das Problem ist, IPS funktioniert so, man hat einen Farbfilter über eine Hintergrundbeleuchtung. Ganz, ganz platt ausgedrückt. Das heißt, es ist ein bisschen dicker. AMOLED heißt, jeder Pixel leuchtet selber. Das Problem ist, es war immer relativ schwer zu produzieren und so. Es war lange Zeit vor allen Dingen Samsung, die das gemacht haben. Jetzt ist dieses Jahr erstmal der Trend, dass das nicht nur Samsung mehr machen, sondern es kommen auch andere Hersteller mit. Und ich finde, da sieht es gerade sehr, sehr geil aus. Es macht halt auf dem Gerät, erstens, es macht viel her, weil natürlich du hast knackige Farben, du hast hohe Kontrastwerte. Ja, genau. Sieht spitze sieht cool aus. Und für uns war wirklich wichtig, möglichst flach zu bauen. Genau das, was du gerade erklärt hast, dass du die Hintergrundbeleuchtung hast beim IPS, dann das Display oben drauf, dann den Touch-Controller oben drauf, hast du halt beim AMOLED alles in einem. Klingt super. Wir haben ein flaches Gerät, ein großes Gerät, aber hoffentlich nicht wie andere Konkurrenzprodukte einen geschrumpften Akku. Nein. Die Mate-Serie war für mich, ich hatte mal das Mate 8, war das, glaube ich. Und das Mate 8 war das Ding, das habe ich angemacht und es war bei mir das erste Smartphone, hands down, innerhalb von, ich glaube, 5 Jahren, was 2 Tage durchgehalten hat, bei meiner Nutzung. Und ich bin Hardcore-Nutzer bei sowas. Jetzt habt ihr was für einen Akku? 4000 mAh. Also genau der gleiche Akku, der seit
Anfang der Mate-Zeitrechnung in den Mate drin war, 4000 mAh, ist wieder drin. Das heißt, du hast für das kompakte Gerät einen riesen Akku, wird mit Supercharge aufgeladen, also auch sehr, sehr schnelles Aufladen, klar. Und hält durch NPU, durch den neuen Chipsatz Kirin 79 nochmal deutlich länger. Wie lange braucht ihr jetzt dann fürs Aufladen jetzt? Du hast in 30 Minuten 58% Akku, okay, ungefähr, was halt locker für anderthalb Tage ausreicht. In 90 Minuten ist das Ding vollgeladen. Okay, guter Wert auf jeden Fall. Also und 4000 mAh ist auch eine ordentliche Zahl. Ja. Und die NPU hilft dem Akku? Also du hast irgendwas mit NPU gesagt, ich war auf der Keynote, ich fand die sehr unterhaltsam und ich setze mal jetzt nicht bei jedem Zuschauer voraus, dass er weiß, was eine NPU ist. Erklärt mal ganz kurz für mich als, oder stellt mir mich in doof vor, erklärt mir mal, was eine NPU ist. Ja, also wichtig ist ja, ist nicht genau, was es jetzt, was genau technisch dahinter steckt. Da kann man, glaube ich, eine Stunde mitfüllen. Es geht nur darum, was hat der User letztendlich davon im Alltag? Weil wir haben eine Statistik gelesen von PwC, die gesagt haben, okay, künstliche Intelligenz, das ist ja das, was damit ermöglicht wird. Die Leute stehen da, also sehen das als Chance. 70% haben aber auch ein bisschen Angst. Ne? So, und jetzt baut ihr es erstmal in ein Smartphone ein. Welche Anwendung wird es da geben, was wirklich den Leuten helfen wird, den Alltag zu erleichtern? Ja gut, vorhin angefangen. Also NPU, voll integrierter Chip oder voll integrierter Prozessor, besser gesagt, in einem Chip, im Chipset fest integriert. Das heißt, normalerweise hatte ich eine CPU und eine GPU, die macht die Grafiksachen, die CPU macht den ganzen Rest. Ja. Und jetzt habe ich nochmal eine, die für mich mitdenkt. Genau, du hast CPU, GPU, NPU. Das sind so die drei Dinger, die zusammen auf einem Chip laufen. NPU ist genau der Punkt, es ist halt eine dedizierte Hardware für KI oder für AI-Aufgaben. Hängt damit zusammen, was wir halt als, oder was du gerade schon angesprochen hast, es ist irgendwo ein Trend, oder definitiv, dass immer mehr AI-KI-Anwendungen im Markt aufkommen. Also es gibt irgendwelche Analysten, die sagen, innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre wird alles an Software, was du so im täglichen Umfeld hast, irgendeine Art von AI, KI integriert haben. Bin ich tatsächlich gespannt drauf, weil bis jetzt, also ich will euch dann nicht irgendwie was ankredenzen, aber für mich war KI bis jetzt was, ich war ja auch auf dem MWC, da stand so an jedem Stand überall künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence dran und bis auf die Schrift am Stand war das auch so ungefähr das Einzige, was man davon sehen kann. Also irgendwie habe ich da bis heute noch nicht wirklich was von gesehen. Ja, es ist halt, AI ist natürlich ein riesen Buzzword, ganz klar. Du musst gucken, was steckt dahinter. AI sind halt eine Kombination aus mehreren Technologien. Deep Learning oder Maschinenlernen, was wir mit dem Mate 9 das erste Mal eingesetzt haben, das gehört ja alles irgendwo dazu. Und mit einem dedizierten Chip oder mit einem dedizierten Prozessor sind wir halt jetzt in der Lage, das Ganze effizienter und schneller zu machen als vorher. Das heißt, das Gerät, was hat der Kunde davon? Punkt 1, du hast eine bessere Leistung, weil das Gerät halt lernt, wie du es benutzt und dadurch sich anpassen kann. Du hast mehr Akku, weil das Gerät halt entsprechend den Akku auf deine Nutzung anpassen kann. Und das sind halt so Features, die wir low-level wirklich einbauen. Das heißt, du siehst das nicht sofort. Es ist jetzt nichts, was du irgendwie auf eine Leinwand packen kannst. Aber wenn du das Gerät halt länger benutzt, und das tut ja normalerweise der Kunde, der User hat das Gerät 2 Jahre und hat halt über die 2 Jahre dadurch deutlich mehr Spaß damit. Und dann kommt natürlich dann kleine Nutzen hinzu, dass wir zum Beispiel ein offenes System gebaut haben. Also ein NPU hilft mir für künstliche Intelligenz, aber ich brauche Leute, die es auch nutzen. Und dieses offene System, diese SDK ist das ja normalerweise, eine Entwicklungsumgebung, die setzt dann darauf, dass ihr Leute reinzieht, die dann sagen, okay, geil, Huawei ist der Erste, der sowas einbaut ins Smartphone, jetzt können wir das auch befeuern mit Aufgaben. Richtig? Richtig, du hast diese Hardware, es ist natürlich Sache der Entwickler im Endeffekt. Wir machen ein besseres, schnelleres System mit der Hardware. Wir haben in der Kameraanpassung, wir sprechen über eine intelligente Kamera, die automatisch Szenen erkennt, also ist trainiert worden auf Sonnenuntergänge, Haustiere, Porträts und sowas, erkennt das, passt automatisch die Settings an entsprechend, damit du halt einfach bessere Bilder kriegst, ohne dich jetzt mit der Theorie von, wie mache ich eigentlich ein gutes Foto und ISO-Werten, Weißbalance und den ganzen Kram beschäftigen musst. Du kriegst einfach bessere Fotos. Also die NPU nimmt mir quasi das Denken ab, wie ich ein Foto aufnehme. Was ich sonst von der automatischen Einstellung vom Smartphone habe, macht die NPU besser. Richtig, ganz genau. Okay. Gibt es noch andere Anwendungsfälle auf dem Mate 10 Pro? Wir arbeiten mit Partnern zusammen. Ganz genau dieser Punkt, es ist offen. Jeder kann sich das SDK runterladen, kann dafür entwickeln im Endeffekt, kann genau diese Hardware-Mehrwerte im Endeffekt nutzen. Mhm. Einer unserer Partner ist Microsoft. Die stellen mit uns zusammen eine angepasste Lösung vom Microsoft Translator vor, haben unser SDK benutzt, haben dadurch 300% mehr Leistung
im Translator. Auf dem Gerät oder immer noch mit dem Internet? Auf dem Gerät. Das ist genau auch einer der Mehrwerte von der NPU. Du musst unterscheiden, oder wir unterscheiden zwischen Cloud AI, also das, was du heutzutage so kennst, so die ganzen Assistants und Voice Assistants, alles, was so in der Cloud halt... Brauche ich immer Internet für, und wenn ich mal im Tunnel bin oder so, genau, bin ich doof. Genau, ist weg, richtig. Was wir halt, wo wir hinterher sind mit der NPU, ist On-Device AI. Hat halt diesen riesen Vorteil. Erstens, es ist alles auf dem Gerät, es ist also wirklich deins, es ist nicht Public Domain, es ist nicht Common Sense oder keine das Wissen aller, genau, sondern es ist und bleibt auf dem Gerät, es ist sicher. Und natürlich ist es viel, viel schneller, weil du halt keine Latenzen hast. Du musst nicht erst irgendwas hochladen, dann macht das Netzwerk irgendwas mit deinen Daten und schickt dir wieder irgendwas runter. Zwischendurch waren dann drei Tunnel wahrscheinlich, sondern es passiert halt alles in Echtzeit auf dem Gerät. Das finde ich. Ne? Also ich finde auch interessant, das mit den Partnern, und ich hoffe, da kommen noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Ist ja immer so bei Hardware, ne? Als damals der erste Beschleunigungssensor im Smartphone drin war, wusste ja auch erstmal keiner, was kann man damit machen, aber jetzt hat fast jede App irgendwie das. Ne? Ich finde Games und alles. Bin ich mal gespannt, was da für Partner kommen, die da ihre Ideen da irgendwie noch in die NPU einprogrammieren können, ja, ihr hattet, um die zu nutzen einfach. Ne? Ja. Ihr hattet ja auch auf der IFA hattet ja die beeindruckende Demo von der Objekterkennung auf Fotos. Das ging ja halt sauschnell. Ihr habt das dann standardmäßig mal über einen normalen Prozessor laufen lassen und dann einfach mit der NPU mal. Und das war irgendwie, wie viel Prozent, wie viel, 30 Mal schneller? Ja, das war ungefähr 25 Mal schneller, als wenn du es auf dem CPU laufen lassen würdest. Mhm. Das heißt, so ein Mate 10 Pro erkennt pro Sekunde, pro Minute 2000 Bilder. Okay. Was halt echt eine Hausnummer ist. Bilder ist immer noch mal das Thema. Ich will nochmal, also KI ist so ein Thema, ja, ist super interessant, es wird schnell und ich merke davon aber im Alltag noch relativ wenig, ich muss nur weniger denken. Schön. das ist super. Aber ich muss nochmal zurück zum Gerät gehen, weil Bilder ist ja auch so ein Thema. Bei der Kamera wart ihr ja eigentlich mit die Ersten, die auf Dual-Kamera gesetzt haben. Ja. Und machen inzwischen mehr auf dem Markt. Ihr habt hier jetzt aber auch mal wieder ein paar Verbesserungen einfließen lassen. Ich will mal wieder über das Mate 10 Pro reden. Ich finde das Ding so echt schick geworden. Was habt ihr bei der Dual-Kamera gemacht? Normalerweise hat die gedreht. Ja. Und sonst? Weil bei Mate 9 war die auch schon so. Bei Mate 9 war die auch schon so, ja, genau. Wir haben die jetzt nur schön ins Glas eingefasst mit diesem Signature-Stripe hinten auf der Rückseite. Sieht schick aus, ne? Ja, das sieht echt gut aus. Was haben wir gemacht an der Dual-Kamera? Generell, natürlich, wenn du über Kamera sprichst, die meisten Leute sprechen immer so über, ja, wir haben größere Sensoren und wir haben mehr Pixel, deswegen haben wir bessere Kamera. Ist halt nur ein Teil der Story. Das heißt, für uns ist halt, die ganze Story ist im Endeffekt Kamera, Sensoren, Linsen. Dann hast du den DSP oder den ISP, der die ganze Information managen muss. Und was wir halt jetzt das erste Mal mit eingebaut haben, wie eben schon gesagt, AI oder KI. Und auf dem Ende von F1.6, wenn ich es gerade richtig lese. Richtig, das wäre jetzt so der Linsenpunkt. Ne? Ich sehe es nur gerade. Bei der Dual-Kamera, 2x1,6er Blende. Beide? Ja, beide. Chapeau. Hast wieder eine Schwarz-Weiß-Linse und einen Farbsensor. Okay, also keine Zoom-Linse, die er extra macht oder sowas, die dann plötzlich eine ganz schlechte Offenblende hat oder sowas. Nee, genau. Also sind beide mit der gleichen Brennweite. Mhm. Wir können aber ein zweifach, wir nennen es Hybrid-Zoom, also einen optischartigen Zoom realisieren mit wenig Verlusten. Mit diesen beiden Sensoren. Das heißt, wir brauchen da keine Telelinse extra einbauen. Was mir gerade ganz gut gefällt, also ja, Kamera ist super, bin ich auch wirklich gespannt drauf, aber was mir persönlich gerade gefällt, Fingerabdrucksensor, ja. Wo ich ihn nutzen kann. In der Mitte, ja. Ja, es gibt andere Hersteller, die das... Seitlich verbauen, oder? Ja. Wer macht so? Aber ist dir aufgefallen, etwas fehlt? Nicht im Bereich Kamera. Sondern? Ja, guck doch mal das Gehäuse an. Hilf mir. Was fehlt denn? Wo steckst du deinen Kopfhörer rein? Ah, ja. Oh! Nein. Ja, jetzt seid ihr davon weggegangen. Also, ich glaube, bietet jetzt keinen Klinkenport mehr, ne? Richtig. Mate 10 Pro hat das erste Gerät von uns USB-C Audio Out. Das heißt, du hast jetzt Hi-Res Audio. Das heißt, ich kann auch meine Kopfhörer nicht mehr nutzen. Doch, kannst du. Wir haben in dieser schönen Salesbox, die du dann bekommst, mit Gerät drin, alles schicki, haben wir einen Adapter von USB-C auf 3,5 mm. Okay. Das heißt, du kannst nach wie vor deine Kopfhörer benutzen. Wir haben aber auch ein Hi-Res-Audio-Kopfhörer mit Typ C direkt in der Box. Okay. Also das ist halt analog weg, digitalen Sound bis zum Ohr. Wir hatten uns eben schon mal kurz drüber unterhalten und da hattest du noch von einem anderen Adapter oder überhaupt Kabel erzählt. Type C to HDMI? Ja. Ja. Ausgezeichnet. Warum? USB 3.1 ist so der grundlegende Punkt. Darauf aufbauen haben wir ein Feature gebaut, das nennt sich Easy Projection. Ist im Endeffekt ganz simpel. Du hast ein USB-C auf HDMI-Kabel. Kannst du an jeder Tankstelle kaufen mittlerweile. Okay. Schließt dann an Monitor an oder an Fernseher und hast dann einen vollen Desktop. Also ähnlich wie jetzt dein PC zu Hause oder Notebook, hast du auf dem großen Bildschirm einen vollen Desktop. Aber ich brauche nur das Kabel dafür. Also ich kenne einen anderen Hersteller,
Der braucht dafür eine Dockingstation und so weiter und so fort. Ich brauche da nur ein Kabel. Okay. Genau, du brauchst nur ein Kabel. Du kannst natürlich herkommen und kannst sagen, ich schließe eine Bluetooth-Tastatur, eine Bluetooth-Maus an. Mhm. Du kannst es auch über das Handy-Display bedienen. Kannst aber dann halt komplett auf dem Desktop arbeiten. Das Geile dabei ist, dass halt gleichzeitig zu deinem großen Bildschirm mit Desktop, mit PowerPoint, mit hast du nicht gesehen, läuft dein Telefon weiter aktiv. Mhm. Das heißt, du kannst auf deinem Telefon auch gleichzeitig noch irgendwie ein Telefonat annehmen oder kannst die Notifications, die WhatsApp lesen und gleichzeitig halt auf deinem großen Bildschirm arbeiten und präsentieren. Du hast also zwei vollwertige Erlebnisse. Praktisch, zum einen brauche ich halt keine Station, zum anderen kann ich aber auch meine normale Maustastatur nicht anschließen. Also letztendlich, ich habe jetzt zum Beispiel keine Bluetooth-Tastatur. Ich stelle mir sowas halt immer ganz gut vor, wenn ich irgendwie in einem Hotel bin oder so und einfach nur mal schnell was da anschließen will. Man kann es allein schon, um da mal einen Film drauf zu gucken. Genau, das kannst du halt auch machen. Also du guckst einfach auf dem großen Display, guckst du auf dem Fernseher, TV, Quatsch, im Hotel-TV guckst du einen Film an. Und gleichzeitig kannst du halt dein Handy mit dem Kabel dran in der Hand halten und kannst halt auch deine E-Mails bearbeiten. Nicht, dass ich das jemals machen würde. Was aber auch geil geht, letzte Woche habe ich einfach so einen Bluetooth-Game-Controller angeschlossen. Ja, genau. Du hast ja einen coolen Games drauf, ne? Eben. Das ist natürlich praktisch. Klingt intelligent, ist aber auch immer noch das Thema. Also jetzt die NPU ist noch so ein Thema. Ich hatte vorher meiner Freundin davon erzählt. Und künstliche Intelligenz ist ein interessantes Thema. Du hast es auch gerade schon mal angedeutet. Viele sehen da drin super geile Punkte. Die finden das super, das Thema. Also ich meine, weniger denken ist immer gut. Dafür gibt es Google. Aber das Problem für mich ist, KI kenne ich auch aus Terminator. Und da werden die Dinger irgendwann so clever, dass sie mich umhauen. Und ich bin nicht der einzige Zweifel. Also KI hat auch potenzielle Risiken. Und unter anderem zum Beispiel Elon Musk, der überhaupt Visionäre im Silicon Valley, der sagt, KI müssen aufpassen auch mit. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht, klar. Geht aber vielleicht die Reise hin. Also, natürlich musst du aufpassen. Jede Technologie hat irgendwo ihre Risiken. Wir sind, denke ich, sehr, sehr gut auf diese Risiken eingestellt. Wir haben viele Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Wir nehmen das Thema auch sehr ernst. Aber für uns ist KI in erster Linie dafür da, dass halt die Interaktion zwischen Gerät und dem Nutzer, also dir und deinem Mate 10 Pro, einfacher und besser wird. Mhm. Das Gerät lernt dich zu verstehen oder versteht dich besser und kann dadurch halt viel besser auf deine Bedürfnisse reagieren. Sodass, wie ich habe es eben schon mal gesagt, Batterielaufzeit oder auch Performance. Das Gerät lernt, wie du es benutzt oder welche Apps du am meisten benutzt, welche weniger, welche nur so im Hintergrund. Ich meine, jeder von uns hat irgendwie so diese Apps, die du jedes halbe Jahr einmal aufmachst und die du einfach nicht löscht. Und die aber dann wahrscheinlich den Akku leer saugen werden, die ich es nicht merke. Genau, sind im Hintergrund, laufen die ganze Zeit mit, kriegen halt dann auf dem Mate 10 Pro weniger Ressourcen aufgrund der KI. Also das Gerät lernt, wie du es benutzt, passt sich deswegen an. Deswegen funktioniert es halt für dich besser als für jemand anderen, der es vielleicht benutzen würde, bis es halt auf den wieder eingestellt ist. Ich glaube, dafür muss ich es dann nochmal nutzen. Bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Wir werden es uns am Montag mal ganz ausführlich nochmal in München angucken, wenn es dir da vorstellt. Ich finde immer schön, wenn ihr eure Smartphones bringt. Und das sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ja, also was ihr da allein im Smartphone-Bereich in den letzten Jahren hingehauen habt, ne, also ist schon beeindruckend. Ich habe da ja letztens gesehen, im Juni, Juli, dass ihr da schön auf Platz 2 seid jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es wird. Ihr habt Apple überholt. Was ist jetzt hier mit Platz 1? Seid ihr schon ein bisschen am Arbeiten? Das Schöne ist, letztes Jahr haben wir, glaube ich, nicht zusammengesessen, aber ist egal. Letztes Jahr als Huawei haben wir darüber gesprochen, dass wir unseren Abstand zu Nummer 4 vergrößern und die Position Nummer 3 sichern. Jetzt sind wir schon Nummer 2. Die Reise geht in die richtige Richtung und ich bin voll davon überzeugt, dass es auch so weiterläuft. Hoffentlich auch mit dem Mate 10 Pro. Und da ist noch ein Punkt, den ich spannend finde. Dieses Jahr fand ich ein bisschen den Trend. Ihr kennt ja auch die ganzen Smartphones. Die sind ganz schön teuer geworden, fand ich dieses Jahr. Also bei der Konkurrenz, wenn ich mir angucke, da werden auch gerne mal die vierstelligen Summen fällig. Wo liegt das Ding am Ende im Preis? Das Mate 10 Pro kommt in Deutschland in den Handel für 799 Euro. Finde ich sehr aggressiv. Finde ich tatsächlich geil. Also man kriegt ein geiles Smartphone für den Preis, weil die Konkurrenz zum Teil dann schon vierstellig liegt. Und das sieht für mich nach einem sehr runden Paket aus. Ja, viel cooler. Coole Nummer. Ja, cool. Vielen Dank, dass wir es vorher uns schon mal angucken möchten. Wir werden uns das Ding natürlich auch nochmal in einem ganz ausführlichen Hands-on so ganz im Detail nochmal in Ruhe angucken. Für den Moment, Arne, erstmal vielen Dank, dass wir uns bei dir hier einmieten durften. Das Gute ist, wir haben das ganze Zimmer hier umgeräumt und wir müssen es nachher nicht aufräumen. Nicht? Ja, aber wir müssen zurück nach Köln im ganzen Stau rund um Düsseldorf und Köln. Das wird natürlich auch wieder der Nachteil. Ich kann noch mal kurz was zu dem erzählen, weil ich bin so ein Moleskine-Fan und so ein Stift, den hatte ich auch schon mal in Benutzung. Und was ist das hier?
Ich halte es mal in die Kamera. Ja, dass jemand überhaupt sieht, was es ist. Moleskine Smart Writing Set, klingt fancy, haben wir als Pre-Order-Bundle mit dabei. Das heißt, wenn du das Gerät frühzeitig dich dazu entschließt, 790 Euro für ein wirklich, wirklich gutes Telefon auszugeben, kriegst du das dabei. Du schreibst auf ein Papier mit einem Kuli. Ja. Gleichzeitig überträgt er das digital auf dein Smartphone und du kannst halt das Ganze direkt sharen oder kannst es farblich bearbeiten oder den Text allein erkennen lassen. Allein für dich schon als Studenten, so bei einer Mitschrift. Studenten schreiben heutzutage nicht mehr auf Papier. Nee, klingt echt spannend. Ich durfte es mir gerade schon mal angucken. Und das ist dann für alle Vorbesteller. Richtig, ja. Spannendes Bundle. Also ihr geht da wirklich gerade in die Vollen mit. Ich bin wirklich gespannt drauf, was ihr da am Montag noch in Sachen künstliche Intelligenz auch noch mit zeigt, mit der NPU, was da alles zugreift. Ich schätze mal, da wirst du uns dann noch eine ganze Runde vollschwärmen. Auf jeden Fall. Was damit alles geht. Für den Moment würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Arne, nochmal. Ich nehme das Ding gleich mit. Also es ist, das wirst du jetzt eh nicht mehr los. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge der Vlogger-WG. Ciao. Ciao. Ciao.